Hier weht ein ungesunder Wind. Geh in Richtung der Windmühle. Und so weit sind wir jetzt. Und ich war gerade einfach mal so frei und habe die komplette Fläche hier aufgeräumt. Das sprengt so ein bisschen, ehrlich gesagt, hat auch mit den ganzen Nebenaufgaben so ein bisschen die Aufnahmen. Dadurch, dass ich halt auch sehr lange krank war und auch nichts hochladen konnte in der Zeit, und ihr hört es leider auch immer noch, muss ich da halt auch ein bisschen abwägen. Es war jetzt nichts Spannendes, es ist jetzt nur die ganzen Nebenaufgaben, die gemacht worden sind, die wir eigentlich sonst bisher immer gemeinsam gemacht haben in der Aufnahme. Aber ihr hört's und ihr denkt, ihr könnt's verstehen. Bis auf hier die eine Aufgabe habe ich jetzt noch nichts gemacht. Bringe umherstreifende Carmex zur Strecke 2 von 3. Das ist das Einzige, was ich jetzt halt noch übrig gelassen habe. So rum, genau. Und auch den Schlüssel für das Geheimgebiet habe ich mir schon ergattert. Muss aber auch sagen, dass das letzte Level, es war jetzt wirklich nichts Anspruchsvolles dabei. Also dieses Level hier geht mir bisher mal sehr, sehr gut von der Hand, will ich mal sagen. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, aber es ist irgendwie, es macht so den Anschein, als wäre die Schwierigkeit zum Ende hin nochmal ein bisschen runtergegangen. Und ich bin ja auch überhaupt nicht in dem Levelbereich, wie man eigentlich sein sollte. Also Level 28, 29. Ihr seht, also hier ist ja Stufe 26 erforderlich. Das habe ich ja gerade so erreicht. Aber ich hätte es mir wirklich ein bisschen schwieriger vorgestellt. Okay, was möchtest du denn? Der Finsterzeit-Tentakel auf der Windmühle wird sich auf das Stromnetz ausbreiten, wenn ihr es nicht aufhaltet. Okay. Dann wollen wir mal so weit. Also, Leute, ganz ehrlich, ich war noch nie so lange grippschkrank und es hat sich so, das zieht sich jetzt schon einige Wochen und es geht halt nie zu 100% irgendwie weg. Deswegen bin ich froh, wenn ich auch hier langsam zum Finale komme von Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Damit ich einfach den Kopf frei habe für was anderes. Okay. Besiege Wegmänner. 5 Stück Wegmänner. Wer sind jetzt hier Wegmänner? Das sind Wegmänner? Wegmann. Empfindlich gegen Windstöße. 5 Stück gibt es davon an der Zahl. Okay, interessant. Unempfindlich gegen Schleim, aber ich habe auch in meinem Team wirklich keine Leute dabei, die, glaube ich, jetzt gerade irgendwie einen Windstoß dabei. Auch einer. Nee, doch nicht. Da muss ich gerade mal gucken. Windstoßangriff. Kriegt Rosalina rein. Schockwellenwindstoß. Kriegen wir auch hier rein. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob es daran vielleicht auch liegt, dass man einfach strategischer mittlerweile vorgeht. Das kann natürlich auch sein, dass ich das vorher vielleicht auch gar nicht so aktiv angegangen bin. Okay, so. Aber wir müssen noch einige Sparks eben aufpolieren. Er ist ja noch Stufe 1 gewesen. Und mittlerweile haben wir auch noch ein paar von diesen Sternteilen gesammelt. Jo, okay. Stufe 5, hervorragend. Okay, ich gehe zurück. So, dann haben wir ihn noch. Das ist aber nicht so wichtig, weil wir jetzt hauptsächlich halt eben... Mit dem arbeiten. Oh, der braucht auch gar nicht so viel irgendwie von der einen auf die andere Stufe. Kann das sein oder schien mir das jetzt gerade nur so? So, jetzt haben wir den noch. Okay, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. 5, 5 und 5. Dann können wir die Schlacht jetzt beginnen und ich hoffe, dass wir hier gut durchkommen. Okay, let's go.
Können wir erst ein Nickerchen machen? Ich könnte auch momentan den ganzen Tag schlafen, aber es geht nicht. So, ja, sie kann im Endeffekt noch gar nicht. Es muss irgendwie gerade schon anders laufen. Okay, let's go. Windstoß, perfekt. Ihn einmal komplett aus dem Gefecht gesetzt. Okay, sehr gut. Einen haben wir somit schon. Okay, wir haben jetzt allerdings noch irgendwo... Ah, genau, perfekt. Haben wir da drüben einen? Einen Wegmann müssten wir hier haben. Ja, haben wir. Ja, cool, ich dachte gerade so, er steht mit dem Rücken irgendwie so dagegen, aber... Ah, nee, ich glaube, das war glaube ich, gerade auch kein, da habe ich gerade irgendwie missgebaut mit den Sparks. War ich doch vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs? So. Komm, noch ein Stück. Sehr gut, komm, schaffst du. Windstoßangriff. Machen erstmal hier. Genau, dass sie sich nicht bewegen kann. Sie, Rosalina ist auch immer so ständig genervt von allem irgendwie. Okay, super. Sehr gut. Ich meine, klar, man könnte natürlich die Schwierigkeiten noch nach oben stellen, aber ich finde es okay so. Wäre ich nicht so lange krank gewesen und hätte Spark sofort bald auch nicht so lange ausgesetzt, wie auch Pokémon Karmesin und die Guides und alles. Also das ist für mich... ja, das waren wirklich 2 Wochen, die mir komplett flöten gegangen sind. Und ich hatte mir das in der ersten Woche das Wochenende vorgenommen, okay, machst halt alles fertig und deswegen gab es halt einfach nur noch mega viel Stress nach hinten raus. Das ist halt echt blöd gelaufen. So. Aber macht mir nichts. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist halt irgendwie auch alles und jeder krank. Also, alle, die jetzt momentan nicht krank sind, die heizen, ne? Oder wie sagt man? So, jawohl. Sehr gut. Okay. Ich habe jetzt aber auch hier keinen Wegmann mehr. Right? Ja. Okay. Gut, mit ihr kann ich ja noch laufen. Ist aber auch ziemlich sinnfrei tatsächlich, weil... hier. Sehr gut. Wow, okay, nee, damit würde ich mich ja selber treffen. Moment. Muss ich anders machen? Oh, wie mache ich das am besten? Würde ich mich so... Naja, so würde ich mich nicht selber treffen. Okay. Ah, der Kleine ist... Ja, sehr gut. Der Kleine ist auch weg. Wo haben wir noch welche? Zwei... Ah, hier noch. Okay. Dann lassen wir es mal auf uns zukommen. Okay.
unten noch, aber es ist ja... Ich will jetzt gerade mal gucken, ob ich da mit dem Teamsprung dann vielleicht ein bisschen... Ja, kriege ich auf jeden Fall mehr erreicht. Okay. Sehr gut. Okay, wenigstens ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht so die Menge, die ich mir erhoffe, aber ja, besser als nichts. Den... Ja, wollte ich gerade sagen. Kann ich hoffen, dass ich den so irgendwie kriege. Ich kriege ja von hier keinen erreicht. Müsste Mario quasi ja zurückkommen. Damit ich mit Rosalina rüber kann. Aber auch das ist eher schwierig. Weiß halt nicht, ob sich das rentiert, weil Peach ist ja auch schon fast da. Rabbit Peach. Ich glaube fast nicht. Okay. Raserei nicht verfügbar. Okay, dann machen wir es so. Wobei... Wir probieren es mal. Wird klappen, wird klappen, wird klappen. Ja, komm, 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 komm. Das war Nummer 4. Schilden wir. Ja, und sie kann... Sie kann im Endeffekt jetzt gerade nichts machen. Okay. Stillstand. Bisschen Verlust ist immer. Es sind ja nur die Kleinen, Gott sei Dank. Es sind wirklich nur die Kleinen. Okay. Ja, gut, aber viel passieren kann nicht mehr. Ich muss jetzt nur noch diesen einen... Diesen einen einzigen... erwischen. Okay, let's go. So, so rum. Klar, ich hab's eben falsch gemacht. Da war Raserei, glaube ich, auch nicht verfügbar. Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe was falsch gemacht. Hey, immerhin. Dann geht's ja jetzt gerade mal langsam Richtung Windmühle. Also wir kommen immer weiter Richtung Misera. Gott sei Dank. Diese Windmühle versorgt Muttis Werkstatt mit Energie. Offensichtlich hat sie aber eine Fehlfunktion. Ja, das sehe ich schon. Der Überfluss an Elektrizität, die hier erzeugt wird, muss die Ursache für diesen ungewöhnlichen Sturm sein. Also los, kämpfen wir gegen Windmühlen. Ja, dann mal los. Okay, haben wir noch irgendwie, ich wollte gerade sagen, hier fehlt ja noch irgendwas. Zip. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so zu heilen, dass wir dafür Münzen ausgeben müssten. So. Hier haben wir jetzt doch noch ein paar kleine Rätsel zu lösen. Oh, Münzen. Noch ein paar kleine Rätsel zu lösen. Ist nur die Frage. Was? Wo? Hä? Okay, ups. Sorry. Wir brauchen zwei Kisten irgendwie. Die aber jetzt hier mal gerade nicht stehen. Die eine steht hier oben. Ah. Die eine steht hier oben. Und hier ist auch noch eine Leiter. Sehr gut. Mehr wollten wir ja gar nicht. So. Okay. Die Kiste kommt hier runter. Achso. Ah, ich kann gar nicht bewegen. So, wie ich das möchte.
Nee, Rosalina. Was los, genau. Die klammern sich dann irgendwie immer so fest, finde ich. Okay. Okay. So. Okay, immerhin. Das haben wir schon mal frei. So. Ah, oh. Gibt es dann auch noch einiges zum Laufen. Freie Fläche. Keine Gegner. Das ist ja eigentlich schon mal gut. Okay, hier, das sieht irgendwie so nach einer Aufgabe aus. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist auch noch. Ah. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch die Kamek-Aufgabe irgendwie erfüllt. Aber ich glaube nicht. Oh, da geht's auch noch lang. Was ist das? Was bringt das? Was haben wir hier? Neue Erinnerungen. Okay. So, laufen wir hier schön weg. Wie weit kommt er denn daher? Nee. Soweit nicht. Seht ihr die Lücke zwischen den Containern? Ich frage mich, ob noch ein weiterer Container dazwischen passt. Bestimmt. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur wie. Gibt es hier eine Leiter oder so? Auch nicht. Mal hoch und gucken mal. Gott, oh Gott. Also das letzte Level hat es wirklich in sich. Das ist ja sehr verwinkelt hier alles. Was ist das hier unten? Achso, ah, das ist das Rätsel. Der Stromkreis der Brücke, der die Brücke aktiviert, wurde unterbrochen. Ihr müsst die Steuerung des Stromkreises finden und zurücksetzen. Okay. Können wir machen. Das ist nur die Frage. Wie und wo? Sehr schick. Sehr schick. Okay, die Windmühle. Wie weit kommt der denn? Ich wollte gerade noch sagen, wie weit kommt der denn hier hin? Okay. Hat uns gesehen. Nee. Hier können wir auch diese Dinger irgendwie wieder freischalten. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Gucken, ob ich hier noch was... Was ist das denn? Ah... Okay, ich muss bestimmt irgendwie drehen, damit der Strom da irgendwie durchkommt. Anfliegende Untertasse, kannst du mich hören? Over. Ich weiß nicht, was das... Benutzt den Kran. Um zur Windmühle zu gelangen, müsst ihr den Kran da als Brücke benutzen. Dafür müsst ihr die Steuerungseinheit vom Kran wieder mit Strom versorgen. Ah. Auf der Plattform da drüben findet ihr einen Elektro-Trafo. Dann müsst ihr nur noch mit dem Stromkreis schließen, um die Energie einzuschalten. Und dann kann es auch schon losgehen. Over and out. Also das mit meinem Funkrufnamen. Ich... Ich wollte gerade sagen, Bipo, halt den Mund. Wir müssen jetzt hier irgendwie klarkommen. Moment, also hier sind ja auch noch verschiedene... Ah, Moment. Sekunde.
So, nein. Ah, okay, ich kann es ja scheinbar nur. Oder ist das egal? Das ist egal, von welcher Seite. Moment, dann. Scheint es ja so irgendwie. Nein. Irgendwie zu klappen. Aber das passt auch überhaupt nicht. Ah! Okay. Ich habe verstanden. So. Muss man ja auch erstmal wissen, dass man das hier überhaupt alles drehen kann. So. Okay. Und niemand hat einen Stromschlag abbekommen. Das kommt bei uns nur selten vor. Und jetzt dürfen wir den Kran steuern. Ah, Moment. Das ist doch da, wo wir jetzt auch hin müssen. Wir müssten ja hier über die Fläche kommen. Es ist die Frage, ob das jetzt so genau schon ausreicht. Wachmänner zu Hilfe. Wegmänner. Okay, sehr gut. Schließe den Stromkreis, um die Brücke zu aktivieren. Weiter in unserer... Ja. Okay, ein bisschen müssen wir ja trotzdem noch die Gegner herausfordern, weil ich glaube, sich mit einem niedrigen Level Misera zu stellen, könnte eventuell dann doch ein wenig gefährlich werden. Was ist unsere Aufgabe, Damen und Herren? So, drei Gegner besiegt. Na dann... Lasst mal losgehen. Okay. Wir haben Peach. So. Ich finde es nur irgendwie im letzten Level doch schon so ziemlich still. Also ich weiß nicht, mich stört das, wenn da irgendwie so gar keine Musik da ist. Ich finde es ein bisschen komisch, aber an den Einstellungen habe ich aber auch nichts gemacht. Das ist ein bisschen seltsam. Okay. So. Let's go. Jawohl. Let's go. Wir haben die Sturmraserei. Läuft. Da-da-da-da-da. Okay. Ich kann hier keinen mehr treffen gerade. Die restlichen sind dahinter. Müssen abwarten. Ja, gut, bisschen. Bisschen Verlust ist ja immer. Ja. Dab, 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 dab. So, let's go.
So. Sehr gut. Schlacht gewonnen. Also wenn jetzt alles so zum Ende so einfach ist, dann geht's wirklich. Oder ich habe eigentlich die letzten Schlachten nicht so gut gespielt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es geht mir gerade hier in diesem Level, wie eben ja schon mal gesagt, sehr, sehr einfach von der Hand, was mir irgendwie so ein bisschen Sorge macht. Aber ich spiele eigentlich auch nicht anders als vorher. So. Ah. Ah, jetzt ist die Frage. Wahrscheinlich müssen wir jetzt... irgendwie bewusst gucken, was wir von beiden jetzt ändern müssen. Ah, vielleicht auch nicht. Das eine Stück muss hier noch mit nach oben. Sehr gut. Okay, hey. Also wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Das läuft hier, das läuft hier. Okay. So, haben wir... wo ist denn? Ah, ah, okay. Verstehe, 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 verstehe. Nee, verstehe nicht. Moment. Genau, die Brücke ist jetzt weg, weil ich den Stromkreis jetzt da unterbrochen habe. Geht aber ja jetzt hier... oh. Geht aber jetzt hier weiter. Ich wollte gerade da in dem Felsen drehen. Das bringt natürlich jetzt nicht ganz so viel. Okay. Jetzt müssen wir von hier oben das Stück nehme ich jetzt mit raus. Ja, läuft doch, würde ich sagen, oder? Perfekt. So muss das. Finde einen Weg zu den Rabbit-Röhren. So, aber was ist jetzt hiermit? Okay, ah, hier gibt's ja wieder ein kleines Rätselchen. Ein äußerst elektrisierendes Geheimnis. Okay. Ich wusste, dass ich euch hier treffen würde. Kommt, ich bringe euch auf den neuesten Stand. Wie ihr zweifellos wisst, müssen die mittellosen Bewohner hier in Sachen Technik das Beste aus den wenigen rausholen, was sie haben. Außerdem hüten sie die Geheimnisse von Erfindungen wie diese hier sehr akribisch. Was ist das? Wie funktioniert das? Rätsel über Rätsel. So, wir dürfen jetzt hier einen Stromkreislauf machen. Die Schutzhelme arbeiten Hand in Hand. Doch um sich zu treffen, brauchen sie Herrn Schutzbrilles Beistand. Doch auch der kommt allein nicht weit. Und bittet Herrn Schutzhelm mit Maske und Mitarbeit. Der Satz ist dann beendet. Aber falls Herr, wer braucht schon Schutzausrüstung, nicht hilft in der Not. War die Arbeit umsonst und der Stromkreis ist tot. Ich vermute, diese Drehknöpfe hier sind der Schlüssel zum Rätsel. Aber wie nur? Erweisen wir den Amateuringenieuren von Karkmaltal die Ehre, ihr Rätsel zu lösen und ihre Schöpfung neues Leben einzuhauchen. Okay. So, lasst mich überlegen. Die Schutzhelme brauchen sich... so, okay. Prinzipiell würde ich... ah, da ist der Strich, okay. Aber unten geht es ja jetzt nicht weiter.
So, Moment. Okay, das ist, muss mir das jetzt gerade nochmal eben durchlesen. Die Schutzhelme arbeiten Hand in Hand. Doch um sich zu treffen, brauchen sie Herrn Schutzbrilles Beistand. Okay, also der muss mit. Doch auch der kommt allein nicht weit und bittet Herrn Schutzhelm mit. Mit Maske um Mitarbeit. Aber falls Herr, wer braucht schon Schutzausrüstung, nicht hilft in der Not, war die Arbeit umsonst und der Sturmkreis ist tot. Okay, also gehe ich jetzt der Annahme richtig, dass jetzt alle Verbindungen irgendwie existent sein müssten. Wir drehen mal. So, Moment. Also, Schutzhelm, ja, prinzipiell müsste er aber, genau, so leuchten. Sekunde. Ich wollte gerade sagen, also, das ist ja jetzt offensichtlich gewesen gerade. Okay, also, alle die Schutzhelme brauchten sich, sie brauchten aber den Beistand von dem mit der Schutzbrille und halt auch die Maske musste leuchten. Und halt der vierte im Bunde, der keine Schutzkleidung brauchte. Okay, das ging ja. Sehr schön. Ja. Den müssten wir dann jetzt hier erstmal beiseite schieben. Damit wir auch jetzt hier sehr gut weiterkommen. So, ich habe auch irgendwie so ein bisschen mein Hauptziel irgendwie aus den Augen verloren. Das war gleich nochmal wo? Hier drüben. Okay. Ja, prinzipiell müsste ich den Kran doch dann eigentlich nur noch mal drehen, oder? Ah, schön, dass jetzt hier auch mal wieder ein bisschen Musik kommt. So. Okay. Gucke ich da jetzt gerade drauf zu. Ja, genau. Dann ist es ja richtig. Ich wollte gerade sagen, wo ist die grüne Röhre? Komme ich jetzt da in die Mitte? Ja, ist auch richtig. Okay, aber von hier aus kann ich nichts machen. Ich könnte mir jetzt hier nur mal ein bisschen wieder was... Ja, kann ich auch nicht. Ich habe gar nicht genügend Münzen. Okay, also mehr hat die grüne Röhre jetzt gerade nicht zu tun, außer dass ich da jetzt rüber kann. Den Kran kann ich drehen, wie ich will, da komme ich ja sowieso nicht durch. Bedeutet, ich müsste ja irgendwie... Doch, aber ich müsste ja irgendwie da drauf kommen. Frage ist nur, genau, die Frage ist nur wie. Ah, ich komme. Aber hier macht gar keinen Sinn. Dass ich da jetzt drei Dinger insgesamt habe, das macht... Nee, es macht gar keinen Sinn. Also der Kran hier war schon, glaube ich, richtig. Ich müsste jetzt nur noch gucken, von den Röhren her, wie ich jetzt eben auf diese Fläche komme. Mehr
ist es, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. So, können wir mal hier rüber gehen. Was sagt er? Die Brücke ist nicht lang genug, um auf die andere Seite zu kommen. Vielleicht kann ja der Kran ja weiterhelfen. Ja. Weiß ich. Aber, ich wollte gerade sagen, ich muss ja wahrscheinlich erstmal hier noch mit durch. Komme ich denn dann? Ja, sieht so aus, als käme ich dann vielleicht darüber. Aber nur vielleicht.